Willkommen, liebe Clasher, wie von euch gewünscht, heute drei verschiedene Rathaus 9 Angriffstaktiken mit Tipps garniert, dann einen sehr ärgerlichen Angriff und zum Ende einen Rathaus 10 Lootfight, wobei ich mir wünschen würde, wenn mehr Rathaus 10er mir gute Angriffstaktiken senden würden. So, und hier geht's vom Florian los, von hier unten mit dem ersten Killsquad, Golem davor, beide Helden, Valkyren dazu, dann Magier noch mit dazu. Das ist der erste Part dieses Angriffs. Ganz wichtig für die Hawks ist es, die Queen, die gegnerischen Clanbog-Truppen erstmal rauszunehmen und so viel wie möglich an Verteidigungsanlagen kaputt zu bekommen. Ganz besonders wichtig, vor allen Dingen die Queen und die Clanbog-Truppen. So, und die hat er geschafft. Der Drache dort ist fast platt und deswegen kommen jetzt die Hawks im zweiten Part schon dazu. Hier ist es ganz wichtig, immer schön aufzupassen, dass die Heilzauber schön gesetzt sind, wenn die Hawks langsam zur Neige gehen. Da hat er genau aufgepasst und jetzt optimal gesetzt. Man muss immer genau schauen, wo wollen die Hawks denn hin, dass sie auch optimal den Heilzauber mit ausnutzen. Jetzt rennen sie zum Teil nochmal dadurch. Da in der Mitte schön den Giftzauber nochmal drauf, damit diese vielen nervigen Skelette da erwischt werden. Er passt hier genau auf. Der Heilzauber sitzt auch genau richtig. Und so nimmt er die Verteidigungsanlagen hier super auseinander. Er hat noch so kleine Truppen übrig. Die sind nachher dafür da, falls das eng wird mit der Zeit. Wenn nicht mehr genug Hawks da sind, dann könnte es natürlich zeitlich ein Problem geben. Und so ein Kobold kann natürlich so eine Ressourcensache wie den Sammler und eine Mine oder ein Lager ziemlich schnell wegrasieren. Der macht ja viel größeren Schaden da drauf. Und hier kann er dann schön außen alles abräumen. Ich würde mal sagen, optimal gesetzt. Schön zum Anschauen und für euch zum Nachmachen. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Kernthemen erwähnt erstmal, die so zum Ablauf her wichtig sind, dann könnt ihr das auch bestimmt hinbekommen. Ein bisschen Übung, vielleicht Freundschaftsfights oder ähnlichem, dann ist das drin. Ja, und noch einen Tipp, am Wochenende, am Sonntag kommt ein weltweiter YouTuber-Clan-War und den werde ich live streamen ab 8:30 ungefähr, schätze ich mal, starte ich damit. Wenn ihr zuschauen möchtet, seid ihr herzlich eingeladen auf meinem Channel. Und hier ist der nächste Part vom Jan, einen Go-Witch-Fight mit Hexen und Heiler in Kombination. In der Mitte ganz viele Magier dabei aus der Clanburg, dann Bowler mit dabei. Dann nimmt er die Helden hier mit dran, Gift auf die Clanburg-Truppen, ganz wichtig. Leider haben es hier die Mauerbrecher erwischt, sehr schade. Deswegen hat es hier lange gedauert an der Mauer. Aber es geht trotzdem auch noch eine Riesenbombe, wie immer. King gezündet und schon sind seine Barbaren platt. Okay, außen gehen die Hexen zum Teil lang. Ein Teil geht auch in die Mitte, sowie die Bowler haben sich auch geteilt. Und jetzt hat er erst einen Wutzauber gesetzt, dann hat er auch noch einen Sprungzauber gesetzt. Ich glaube, ein Heilzauber ist auch noch drüber und wieder Wut. Um den Truppen in der Mitte richtig Maximum an Power zu schenken, können wir noch hoffen, dass die Queen da vielleicht doch noch in die Richtung geht. Der zweite Wut ist leider nicht ganz so im Range von noch lebenden Truppen, aber die Hexe könnte noch dorthin gehen. Und so nimmt er hier schön die Mitte auseinander, jawohl, und dann ist das Rathaus fällig, zwei Sterne sind sicher. Bowler sind außen mit Hexen am Start und oben seht ihr auch, diese Hexen, die sind so heftig, vor allen Dingen, wenn da noch Heiler dahinter sind, dann sind die kaum kaputt zu bekommen. Die sind so richtig lästig, die wirst du kaum los und so kann er dann hier schön in Ruhe weiter durch die Mitte kommen. Er hat sogar den Giftzauber noch übrig. Noch einen zumindest. Da denke ich mal, den wird er wahrscheinlich nur dann brauchen, wenn noch irgendwo Skelettfallen offen sind. Und hier, es geht aber noch locker 1 Minute 20 am Start. Und die Queen ist leider auch schon gezündet. Die muss sich jetzt so wehren. Aber die ist nicht mehr lange da. Die ist aus dem Range rausgekommen, aber jetzt ist sie fällig. Okay, so denn, jetzt müssen es die Hexen und die Bowler alleine richten. In der Mitte unten klebt noch eine Hexe mit Skeletten an der Wand. Die eine Hexe ist jetzt auf Abwägen. Wo will die denn hin? Die geht erstmal ganz woanders hin. Okay, aber die Hexe dort alleine an dem Magierturm links unten ist natürlich schlecht. Aber sie hat trotzdem immerhin den einen Magierturm erwischt. Also wirklich richtig viel Glück dabei gehabt. Schön, dass der Bowler auch mit dabei ist. Leider sind die Heilerinnen schon gestorben. Und dann das zweite Auftreffen des Bowlersteins hat dann auch noch diesen schönen Bogiturm mit erwischt. Und die Hexen können hier noch richtig schön Schaden austeilen. Und so hat das hier auch geklappt. Mal eine andere Taktik. Und hiernach kommt noch eine dritte Taktik. Und dann der kuriose Fight.
Der ärgerliche Fight. Und hier seht ihr, die ganzen Skelette sind so viele am Start und die müssen jetzt erstmal die Mauer aufmachen. Leider mussten sie sich unbedingt teilen, aber die Hexe wird jetzt Zeit haben, wahrscheinlich über die Mauer zu schießen, schätze ich mal. Die wird da dann, denke ich mal, durchkommen. Genau, die kann da drauf schießen und diesen Bogiturm zu 100% führen. Jawohl, und das war's dann. Sehr schön, vielen Dank für den Fight vom Jan. Als nächstes und drittes, letztes, der Endor hat mir ein Rathaus 9 Fight hier geschickt. Eine Luftfight mit Babydrachen außen, damit die Drachen, die hier zu sehen sind, für die Mitte sind und nicht außen wegdriften. Deswegen auch in der Mitte die Bebenzauber, um auch mit den Blitzen das Wichtigste da herauszunehmen. Dann sind nur noch die beiden Luftverteidigungen links dort in der Mitte drin. Die sind dann als nächstes fällig und die Babydrachen unter Wut können schön Schaden machen. Da ist dann noch der Lavahund als erstes natürlich zu setzen, dann kommen die Drachen dahinter und die können hier schön, weil das Dorf so gut aufgebaut ist in dieser Form, natürlich schön in die Mitte dann reinkommen. Da ist ein Drache aus der Clanburg, der wäre mal nicht so schlecht, wenn der eher früher verschwindet, denn der kann den Hund natürlich ganz schön zusetzen, so wie die beiden Luftabwehr natürlich auch. Und so hat er das hier gut hinbekommen. Nachteil ist natürlich, er hat zwar die Luftabwehren wegbekommen, aber er hat keinen Zauber mehr übrig. Jetzt müssen es die Drachen dann so richten, dass sie es hier durchschaffen. Die haben natürlich einiges an Power. Er hat auch noch die Helden übrig. Die kann er auch noch dafür nutzen. Und dann kriegt er das hier wunderbar hin, dass er mit den Helden erstmal noch unterstützt seitlich. Da ist auch noch ein Loon drin. Der ist natürlich jetzt rausgekommen, erst als die Helden gesetzt worden sind. Und so ist die Queen wenigstens am Mithelfen hier. Kann er sie noch zünden, die Queen? Wäre schön, wenn dann der Bogiturm wenigstens weg ist, genau. Und so ist nicht mehr ganz so viel, was hier Luft angreifen kann. Die drei Tesla, die da stehen, sowie der Bogiturm und der Magierturm. Mehr ist hier nicht mehr. Schön wäre es, wenn die Drachen da bei Zeiten dahin rennen. Dann wäre das super. Die sind leider erstmal außen lang, aber das kann doch noch was werden. Da oben sind noch zwei Gebäude im Abseits, aber wir haben noch 40 Sekunden Zeit für diesen Angriff, bis er dann zu Ende ist. Und ich denke, das klappt hier. Die Drachen haben es so gerade gepackt. Nicht schlecht. Das war die dritte Taktik. Das hattet ihr euch gewünscht, als ich euch gefragt habe, was ihr denn gerne sehen möchtet. Und deswegen für euch dieser Angriff und danke Endor. So, ein Angriff von meiner Wenigkeit auf dieses Hardcore-Ringbase-Dorf. Habe ich unten natürlich mal wieder alles erwischt, den Hauptgewinn mit dem blöden Tesla außen erwischt. Aber ich habe es dann, denke ich, oh, und diese Riesenbomben und ganz viele Skelette noch. Also wenn es denn mal schlecht läuft, dann habe ich auch wirklich alles erwischt. Mauerbrecher haben damit natürlich auch nicht geklappt und das seitliche Clearing hat überhaupt nicht gut geklappt. Ja, da wäre wenigstens der Single Inferno noch schön gewesen, das habe ich nicht hinbekommen. Dann auf der nächsten Seite hier, weil die da drüber gerannt sind, habe ich hier weitergemacht, links wieder mit Loon. Hier ist wenigstens nicht ganz so Schlimmes und klappt wenigstens hier das Aufsprengen, jawohl, das hat geklappt. Dann die Boulder dabei, dann ein Sprungzauber für die Mitte. Da habe ich fast verrissen, da sind mir fast die Truppen nicht mehr drüber gesprungen. Das ist wirklich an der äußersten Kante gerade mal gesetzt. Und dann den nächsten Sprung hoffe ich, dass in der Mitte genutzt wird, denn die Truppen können da wunderbar auch außen lang rennen. So, Wut drauf, das klappt und die Truppen gehen wunderbar außen lang. Oben die Clanburg-Truppen seitlich weg, da ist der Giftzauber drauf, der sitzt. Dann oben jetzt den Warden gezündet, beide Helden am Start. Und ihr seht, der Angriff geht noch eine richtig lange Zeit, ganz viele Heiler mit dabei, ich mache das mal ein bisschen schneller. Die nehmen hier schön alles im Kreis weg, das ist natürlich vorteilhaft bei so einer Ringbase, da können die Truppen alles im Kreis wunderbar abräumen. Alles erreichbar für die Queen, ohne sich durch die Mauer boxen zu müssen. Der King in Front räumt schon mal so ein bisschen vorher ab und ist dann, denke ich mal, auch gleich, ja, der ist jetzt fällig. Auch die vielen Heilerinnen konnten da nicht mehr helfen. Außen einiges an Gebäuden noch am Stehen. Gehen wir mal näher ran hier. Die Queen kann das schön abräumen. Schafft das dann auch hier. Aber wir haben jetzt nur noch 50 Sekunden Zeit und da ist noch einiges, was hier außen steht. Und ich kann jetzt nur hoffen, dass wenigstens ein Stern noch wird. Will die Queen wenigstens in die Mitte rein? Nein, sie will außen lang. Ach ja, oben ist noch ein Bowler an der Wand am Stehen, oben links. Außen auch Bowler, die haben mitgeholfen, das außen alles wegzubekommen. Ach ja, zwei Riesenbomben. Wir haben noch 15 Sekunden Zeit und die will noch durch die Außenmauer durch. Und jetzt haben die Bowler außen jetzt alles kaputt bekommen. Und der Run wird auf ein 1-Sterne-99% Angriff. Ach ja, wenn euch das mal passiert, wollte ich unbedingt das mal zeigen, dass mir das auch passiert. So, hier habe ich noch einen zweiten Angriff aufgenommen für euch.
Da habe ich allerdings nicht beachtet, dass die Wartungspause schon längst am Gehen ist und dass die schon so nah dran war. Der Angriff ist leider nicht ganz drauf. Hier am Ende kommt noch der Rathaus 10 Lootfight hier am Ende dieses Videos. Diesen Angriff wollte ich euch auch noch zeigen. Hier hat das seitlich ein bisschen besser geklappt. Dieses Dorf wird auch sehr oft verwendet, ist ähnlich dem von eben. Nur in der Mitte ist das noch ein bisschen anders verteidigt. Das Rathaus leichter erreichbar. So, jetzt habe ich die Sprungzauber gesetzt dort. Und da habe ich gut darauf geachtet, dass dieses Mal die Sprungzauber richtig sitzen. Da hatte schon mal ein Zuschauer geschrieben, ich kann die Sprungzauber besser ausnutzen, ein bisschen mehr effektiver nutzen. Da habe ich ein bisschen darauf geachtet, ich nehme gerne Tipps ran hier und der Sprung dort in die Mitte sitzt, glaube ich, genau richtig, dass die Truppen auch da reingelockt werden. Giftzauber auf die Clanburg-Truppen drauf, den Worden gezündet, wo es so richtig knallt hier. Und jetzt klappt das auch, dass die hier schön in die Mitte kommen, dass die hier wunderbar die Mitte entkernen können. Das ist jetzt besonders wichtig, damit das mal klappt. Und ja, da geht es wirklich echt zur Sache bei diesem Angriff. Da ist so viel. Die Bowlersteine sind immer schön, dass sie noch ein zweites Mal auftreffen und dadurch so viel Schaden anrichten. Der King wird geheilt, aber oben meine Heilerinnen bekommen es richtig heftig ab. Naja, so denn ist das nun mal. Und da sind außen noch Bowler dabei. Die können außen noch schön Schaden machen. Der King lebt immer noch. Die Heilerin, der Heilerin sei Dank. Und so können die hier das auch kaputt bekommen. Das hat geklappt. Der King macht noch den Bomber, den Bombenturm kaputt. Jawohl, und ist dann oben auch hin. So, und hier geht mir jetzt leider die Zeit zu Ende. Die Wartungspause hat mir leider diesen Angriff verwirrt. Aber es sind dann doch noch 3 Sterne geworden. So, und jetzt der Angriff vom Baba. Das sind 2 Millionen Loot am Start. Zum Schluss dieses Videos hat nur den King am Start und ganz viele Miner Power. Und so kann er das hier durchräumen. Miner mit Heilzauber in Kombination. Das ist einfach nur zum Entspannen dieses Video, zum Ende dieses Videos, nur zum Schauen. Solche schönen Lootfights sind natürlich toll zum Gucken, aber auch jetzt nicht immer so spannend. Deswegen, ich nehme die immer mal mit rein, aber auch nicht mehr so oft. Hier hatte ich auch geschrieben, Lootfights sind nicht unbedingt so interessant. Es ist nur schon geil, mal sowas zu sehen, aber auch jetzt nicht massenhaft. Und mit diesem Angriff vom Baba möchte ich mich ja verabschieden. Ich freue mich euch, wenn ihr am Wochenende Zeit habt, für den Livestream dort mit reinzuschauen. Also Sonntag 20.30 Uhr geht es ungefähr los. Ich habe da schon eine Ankündigung reingesetzt in dem Livestream. Da könnt ihr draufklicken und ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.